Wir haben uns jetzt auch mal die Möglichkeit geschaffen, großformatige Fotos, Lithografien, Kunstdrucke und Reproduktionen auf Leinwand zu drucken und diese auch zum Verkauf anzubieten. Hier hinter mir hängen große Fotos im Format 80 cm mal 60 cm. Das ist so ein gängiges Größtformat, was wir anbieten können. Ich möchte jetzt mal zeigen, wie so ein Bild entsteht. Ich habe mal ein Beispiel gewählt, wo ich Lithografien bzw. Kunstdrucke als Reproduktion ausgewählt habe. Hier sind die eingescannten Einzelbilder, die jetzt zusammengefasst werden zu einem Gesamtbild. Man sieht hier ganz deutlich die Schwachstellen beim Überlagern dieser Fotos. Hier ist dieses Blatt nicht in Ordnung. Hier fehlt zum Beispiel ein Teil dieser Blüte. Diese Dinge müssen nur noch korrigiert werden. Dazu wird in einem besonderen Fotobearbeitungsprogramm habe ich diese Stellen korrigiert. Hier sieht man, dass das jetzt in Ordnung ist. Auch dieses Blatt ist in Ordnung. Und diese markante Blüte habe ich einfach das fehlende Stück nachgezeichnet. Das Bild wird auf eine bestimmte Größe, die später auf den Bilderrahmen passen soll, produziert. Es wird ein Rahmen drumherum gemacht. Auf diesem Rahmen sieht man jetzt hier die Namen dieser Fuchschen. Die stehen auf dem Kopf, weil diese Namen nachher auf der Rückseite des Bildes zu erkennen sind. Nun ins vorbereitete Drucken und los geht es denn schon. Ich drucke das jetzt für das Format von 60 x 40 cm. Die Druckeranzeige zeigt nun schon, dass das Bild verarbeitet wird. Gleich wird er anfangen zu drucken. Und los geht's. Auf diesem Drucker kann ich Bilder bzw. Dokumente bis zu 1,15 Meter Breite drucken. Hier im Beispiel habe ich eine Rolle von 60 cm Breite eingelegt. Es erfolgt jetzt noch die genaue Kontrolle der Bildgröße und dann noch der ganz exakte Zuschnitt. Das vereinfacht wesentlich das spätere Rahmen. So, das Bild lege ich nun erstmal zur Seite und werde dann den Rahmen zusammenstecken. Diese Rahmenteile kriegt man so fertig zu kaufen. Und die lassen sich leicht zusammenstecken und ausrichten. Tischschreinerwinkel kann man die Rechtwinkligkeit ganz leicht feststellen. Man könnte allerdings auch hier so an der Tischkante sehen, dass das gerade ist.
Stimmt schon. Hole ich mir wieder das Bild, lege das verkehrt rum auf den Tisch, der Rahmen drauf wird vermittelt. Und hier macht es sich ganz klar bemerkbar, wenn man ordentlich auf Maß zugeschnitten hat. Wegen der Verwendung eines Elektrotackers habe ich hier noch Zeitungspapier zum Schutz dazwischen gelegt, dass eventuelle Ölspritzer nicht auf das Bild geraten. So, jetzt zunächst auf allen vier Seiten das ausgerichtete Bild in der Mitte fixiert. Und dann werden die Ecken zusammengefalten. Dazu bedarf es ein klein bisschen Übung. So, dann sind wir schon fast fertig, wird noch der Rand ringsrum befestigt. Das Zeitungspapier wieder raus. Sieht man hier die Namen der Fuchschen und dort das fertige Bild. Wir hoffen, dass die Idee gefällt, dass sich einige Interessenten finden. Wir bieten diese Bilder jetzt an auf unseren Ausstellungen, Messen zum Tag der offenen Gartentür. Und auch so übers ganze Jahr. Danke fürs Interesse.